der Beruf ist schon, also ich finde den dofte. So, weil der Beruf in meinen Augen Perspektive hat, weil man sich kreativ gut einbringen kann. Es macht ziemlich viel Spaß, in der Natur zu sein, naturnah zu arbeiten. Man lernt die Natur besser kennen, man lernt seine Umwelt zu schätzen. Ich bin eher handwerklich veranlagt, ich bin nicht so der Büromensch. Und ich mag halt einfach dieses Zusammenarbeiten in der Natur halt. Dass man halt im Grunde jeden Tag was anderes macht oder jede Woche. Am meisten Spaß macht es, dass man auch wirklich großes, schweres Gerät benutzen darf, große Baumaschinen. Also wenn da nichts ist und dann baut man was auf und dann hat man da eine Pflasterfläche oder ein neues Beet angelegt. Was man dann halt mit seinen eigenen Händen geschaffen hat, das finde ich einfach super. Und die glücklichen Kunden, wenn man fertig ist mit dem, was man gebaut hat, das ist einfach, das gibt einem viel zurück. Ja, wenn es am Ende echt gut aussieht, dann erzähle ich davon auch stolz zu Hause oder meinen Freunden. Ansprechpartner ist eigentlich immer mein Chef. Wenn ich irgendwie ein Problem habe oder so, gehe ich mal zu meinem Chef. Aber ansonsten kann ich bei mir im Betrieb eigentlich jeden fragen, wenn ich irgendwas wissen will, wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder so, sind alle offen. Es ist oft so, dass mir mein Vorarbeiter zeigt, wie es geht. Also wenn jetzt gerade am Anfang die Anfangsschwierigkeiten, sage ich mal. Ich erwarte schon klare Anweisungen, dass ich genau weiß, was ich da tue, wofür ich es tue und worauf ich hinausarbeite, damit ich nicht nachher im Anschluss irgendwelche Sachen nochmal machen muss oder irgendwie mir nachher selber im Weg stehe, wenn ich eine weitere Aufgabe erledigen soll. Ich war zuerst Helfer, nur immer baut und baut, dann weiß man zwar, dass man es baut, wie man es baut, aber nicht warum. Und dieses Warum finde ich auch einen sehr wichtigen Hintergrund fürs Verständnis. Ne? Warum muss ich das so machen, damit es halt 30 Jahre hält? Man macht das vielleicht häufig, aber immer wieder will man einen Tick mehr machen, einen Tick besser machen. Und das reizt einen so irgendwie. Ich fühle mich bei uns sehr wertgeschätzt, denn wir werden dann auch Arbeiten überlassen, die man sonst vielleicht in einem anderen Betrieb nicht machen würde als Azubi. Also wir merken das jeden Tag, dass wir immer was wert sind, weil die uns halt einfach auch brauchen. Aber sie können uns auch entbehren, wenn wir möchten. Das ist das Gute bei uns. Man braucht auch immer eine Herausforderung. Ist natürlich blöd, wenn es dann mal in die Hose geht oder wenn es dann noch etwas länger dauert, als der Chef eigentlich geplant hat. Dann merkt man auch schon ein bisschen den Druck. Aber ja, so ist das halt eben. Ich denke, das ist auch in anderen Berufen nicht anders. Aber ja, das ist, denke ich, schon ein Ausdruck der Wertschätzung. Also man merkt, dass man ein bisschen vorangekommen ist, dass der Chef einem mehr zutraut. Man möchte halt auch selber ausprobieren, selber mal was entdecken. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Die Ausbildungsvergütung ist ja im Verhältnis zu den damaligen Ausbildungsvergütungen schon deutlich gestiegen. Und ja, ich bin doch sehr zufrieden. Ja, jetzt als Azubi natürlich, ist ein bisschen knapp bei mir, aber danach passt. Und dadurch, dass man auch hier solche Lehrgänge macht oder sich weiterbildet, kann man natürlich auch Anforderungen stellen. Man kann sich dadurch alleine schon verbessern und hocharbeiten im Finanziellen. Also auf diesen Lehrgängen wird eben sichergestellt, dass alle die gleichen Grundfertigkeiten einmal wirklich auf eine vorgegebene Art und Weise erlernen. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes, was man im Betrieb jetzt eher selten macht oder fast gar nicht. Mal in der Gruppe zu arbeiten, mal nicht der Einzige zu sein, der das nicht so beherrscht wie die anderen. Wir tauschen uns mal eben aus. Welche Maße habt ihr da gerade eben abgemessen? Wie habt ihr den Stein gerade geschlagen? Da lernt man dann noch mal ein Stück weit und fühlt sich besser so. Von daher ist es schon so, dass man auf den Lehrgängen oft eine neue Perspektive mal bekommt und ja, wie man es vielleicht eigentlich machen sollte. Das ist einfach optimal. Also man nimmt sehr viel mit nach Hause, wenn man hier eine Woche verbracht hat. Doch. Bei diesen Lehrgängen wird noch mehr Rücksicht auf die Theorie genommen, noch genauer erklärt und man kann sich das einfach dadurch, dass man mitschreibt, auch sehr, sehr gut und langfristig merken. Ich schreibe auf PC mein Berichtsheft, ne, weil das einfach auch sauberer aussieht. Ne, und handschriftlich bin ich halt nicht so begabt wie auf der Tastatur, aber... Ich bin überhaupt kein Computerfachmann. Ich habe da keine Ahnung von und da habe ich dann lieber direkt gesagt, bleibe ich hier beim Handschriftlichen. Wenn man es schreibt, mit der Hand schreibt, kann man sich die Sachen besser merken. Ich denke schon, dass es auf jeden Fall nachher mal hilfreich sein wird, einfach mal zu gucken, okay, vielleicht auch anhand der Baustellen mal zu gucken, okay, am Anfang habe ich eher so... Ja, ich sag mal 0815 Aufgaben gemacht, eher hinter den anderen hergeräumt und vielleicht, ja, so im dritten Lehrjahr wurde es dann schon, dass ich häufig selber was gemacht habe. Wird jetzt mich vielleicht zu weit aus dem Fenster ragen, aber ich könnte mir eigentlich keinen besseren Beruf vorstellen.